Flatsch. So, warte mal. Jetzt ist, glaube ich, hier, ist jetzt das Ding hier kaputt? Können wir jetzt hier vielleicht rein? Da war doch noch was drin, oder? Ne, hier nicht. Gehen wir runter. Der Ostflügel. Müssen wir da jetzt rein? Das sieht ganz so aus. Jawohl. Aber irgendwas... Hier war doch noch irgendwas versteckt, oder? Nee. Dann irre ich mich gerade. Ah. Doch, wir sind jetzt hinter dieser Absperrung hier. Das war das Gebäude. Das meinte ich, glaube ich. Das ist kaputt. Kannst ja mal versuchen, ne? Okay. Dann gehen wir in den Ostflügel. Ein Katz-und-Maus-Spiel kann schmerzhaft sein. Oh. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Mhm. Aua. Mist. Ausweichmoves überspringst. Ah, okay, wir müssen von hinten an ihn ran. Okay. Da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie sehr es die gute Frau Doktor schreien ließ, während du dich in Scarecrows Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir. Schnapp dir einen Sessel und rede mit mir. Ich bin ganz Ohr. Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie Sass ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Na, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, die Ohren sind noch da, wo sie hingehören. Oh. Catwoman. Das ist Catwomans Brille. Haben wir das Rätsel doch gelöst. Das war ja jetzt auch nicht sonderlich schwer. Da ist doch eine kaputt machbare Mauer, ne? Aber ich kann doch nicht hier... Nee. So, was sollte ich sagen? Ja, Scarecrows Welt. Was ich gelernt habe, ist, dass das Spiel an einigen Stellen anscheinend nicht so ganz optimiert ist. Weil 3 FPS ist natürlich schon absoluter Hardcore. Wir müssen durch die Tür da oben, deswegen gucke ich jetzt nochmal hier unten in die Toiletten. Wo sich noch ein Typ versteckt. Das ist aber wäsch. Ist hier denn was? Hat der Riddler hier vielleicht irgendwo eine Trophäe hingestellt? Oder, ne? So ein Klo runtergespült, wo sie eigentlich hingehören. Hier ist keiner. Keine Trophäe. Hm, ne. Das scheint wirklich nur so ein kleiner Abstecherraum zu sein. Toilette, Abstecherraum. Ja. Okay, weiter geht's. Bleib, wo du bist, Ben. Nein, Dr. Young. Hör mir genau zu. Hilf mir, bitte, warum hilft mir denn keiner? Ich werde dir helfen. Werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist doch da draußen. Okay. Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus. Bleib stehen, Batman. Ich warne dich. Du willst doch nicht noch mehr Blut an deinen Händen, oder? Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ihre Handschlagadern pulsieren. Ich kann riechen, wie ihr Schweiß und ihre Tränen über ihr Fleisch rinnen. Nein, scheiße. Unverhofft kommt oft.
gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde. Ah, verdammt. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Wollte ich eigentlich auch machen, aber ich hab die Eckendeckung verwallt. Du bist Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir, bitte, warum hilft mir denn keiner? So. Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist noch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Verdammt. Unverhofft kommt oft. Ja, kann ich das bitte überspringen? Die arme kleine Ärztin töten würde. Ja, sehr schön. Jetzt nochmal das Gelaber. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Ja, ja. Bleib, wo du bist, Bats. Boah, spannend. Noch nie gesehen. Hilf mir, bitte. Warum hilft mir denn keiner? So, nochmal. Werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. So, diesmal hat's geklappt. Oh. Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Eine Falle. Ist das Gas? Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs, wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Ich setz dich unter Strom. Ich glaube nicht. Alles, was du kannst, Bats. Lass dich zusammenschlagen. War's das? Kombo-Bonus, das war's. Okay. Es war natürlich eine Falle. Was ist mit Dr. Young? Oh nein. Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Ah. Jetzt kriegen wir also demnächst die Zugangscodes für diese ganzen Tore. Eine Geheimniskarte. Gut, 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 gut. Huch. Ah, wir müssen den Beweis scannen hier. Das Stück vom Stock ist ja abgegangen, nachdem Harley den Anstandsleiter eine übergebraten hat. Okay, dann scannen wir mal. Finde den Anstaltsleiter mit Hilfe seiner DNA-Spur. Okay, das machen wir.
aber erst in der nächsten Aufnahme. Deswegen sage ich jetzt bis später oder bis zur nächsten Folge, je nach Schnitt. Ihr kennt das. Oh, und Batmans Umhang ist kaputt. Oh, der schöne Umhang. Kann er überhaupt noch gleiten dann? Egal, wir finden es heraus in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch genauso viel Energie habe wie vorher. Keine Ahnung. Dummerweise hat mich das Spiel direkt nach dem Laden hier in diese netten vier Gesellen reingeworfen. Und ich musste erstmal überhaupt klarkommen. Also ich bin hier einfach mitten in die Meute geschmissen worden. Die haben mich angegriffen und ja, es war jetzt nicht so schön. Oh, was ist das? Die hatten wir doch schon, meine ich, oder? Hatten wir die nicht. Übersteuere ich. Muss ich mal ein bisschen im Auge behalten nebenbei. Ich glaube, manchmal habe ich ein bisschen übersteuert, aber naja. Gut, wir sollen jetzt botanische Gärten, Sicherheitscode des Anstaltleiters, finde den Anstaltsleiter mit Hilfe seiner DNA-Spur. Und genau das machen wir gerade. Und uns spürt die Fuhr. Uns führt die Spur. Meine Güte. Durch diese Tür wollte ich sagen. Ich bin noch. Man merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen. Oh. Ich bin ein wenig durcheinander. Das geht nicht damit. Da müssen wir den nehmen. Weil ich jetzt direkt von der Arbeit raus direkt ins Let's Play stürze. Und ich muss jetzt erstmal geistig hier umschalten. Was anscheinend gerade irgendwie ein kleines Problem mit sich bringt. Also so gedanklich. Ach ja, genau. Hey, was machst du da? Versuchst du mich fertig zu machen? Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei ihr? Vielleicht steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Aha. Okay. Wir sind wieder nicht allein. Kommen wir denn da oben lang? Wir müssen da bestimmt durch diese Meute da durch. Jawohl. Okay. Das sollte aber kein Problem sein. Da unten geht die Spur lang. Ich will eigentlich da drüben hin. Da. So. Und ihn können wir aber nicht von hier erwischen, oder? Oder geht das? Das scheint nicht zu gehen. Schade. Die sind auf jeden Fall alle drei bewaffnet. Mist, 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 Mist. Wie sieht die Lage von hier aus? Können wir ihn vielleicht erwischen? Auch nicht, ne? Ich kann von hier oben auch nichts machen. Dumm, 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 dumm. Und ich habe leider vergessen, wie man Gegner entwaffnet. Ist das halt wieder ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal gezockt habe. Aber ich kann doch eigentlich bestimmt auch. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Ich jetzt einfach hier runter gehe, ob das nicht geht. Sehen die uns? Die sehen uns bestimmt, oder? Obwohl vielleicht... No. Lass mich los, du verrücktes Miststück! Shabby hat geflucht. Jetzt gibt's Haue von der Mami. No! Hey, Ben. Kommst du auch auf die Party, oder was? Ja, da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und das war ja erstaunlich leicht, an denen vorbeizukommen. Haben wir uns den Kampf einfach mal gespart. Die Spur führt uns wieder raus in die botanischen Gärten, nehme ich mal an. Ich nehme an, das war gerade Poison Ivy.
Seit 10 Minuten ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstalt umherzulaufen. Jeder, der dies tut, dem werden... Das ist doch unmöglich! Dem werden die Beine entfernt und er darf Kaiser Jokers Zaubertricks vorführen. So, fertig. Das machst du toll, Sharpie. Na, noch mehr. Okay, diese Nachrichten klingen jetzt gerade nicht sehr freiwillig gesprochen und auch ein bisschen unsinnig. Aber so ist es halt, ne? So ist es halt mit dem Joker. Eine ganz fiese Möb ist das. Was ist das hier? Oh, guck mal einer an. Die nehmen wir dann noch direkt mit, die Trophäe da unten. Ne, da kann er nicht hoch. Batman kann da nicht hoch. Naja. Ach so, die Spur. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen, aber ich habe jetzt die Spur außer Acht gelassen. Arkham Asylum remains under lockdown. Its staff at the mercy of the rampaging inmates.